Ja, was mache ich jetzt? Meine letzte Aufnahme für heute. Schon um Viertel vor 8. Normale Aufnahme. Also. Ich gehe dann wieder zum Tempel, mache dort meine Timelapse ganz in Ruhe. Jetzt repariere ich erstmal ganz kurz meine Sachen hier oben. Yep, bin hier aus der Zeit. Nicht. Mache ich sie unten. Skelett hält viel aus. So. Schaufel ist gleich ganz. Ich hoffe, es ist echt bald wieder ganz. Das gefällt mir. Wegen den Blazes müssen wir uns irgendwann mal noch was anderes einfallen lassen. Die sind ganz schön laut. Nicht nur das, sondern generell einfach, man ist mehr schön, wenn man die selbst tötet, weil dadurch kriegt man auch wirklich nur diese Blazes und auch die Blazes. Dann müssen wir das halt mal unterirdisch machen. In der Hoffnung, dass sie dann auch nicht ausbrechen. Na komm, ihr drei noch, dann müsste die Schaufel repariert sein.
Ne, jetzt ist schon. Dann einmal schnell die Axt. Na kommt schon, ihr Dullis. Verreckt doch endlich mal. Was hast du auf der Axt eigentlich alles drauf? Effizienz am Breaking Mending. Mehr nicht. Okay. So, jetzt noch die Picke und was das. Die Picke brauche ich eigentlich nie reparieren, das tut man ja durchs Meinen schon genug. Ja, ich finde momentan nichts, um die unter Tage zu reparieren, weil ich nicht unter Tage gehe. Zumindest momentan nicht mehr. Aber irgendwas Gutes hat's hier mit den Skeletten. Ich hole mir gleich die verzauberten Bögen raus, diese droppen. Dann will ich das wirklich mal versuchen, einen Bogen ohne Unbreaking, aber mit Mending drauf zu verzaubern. Jo. Gut, die Picke ist auch wieder heile. Hier sind vier Skelette mit verzauberten Bogen. Mal gucken, ob auch jedes eben droppt. Nee. Also dann hättest du echt so viel Glück. Ach, der fünfte mit verzauberten Bogen. Die kommen hier gerade alle nur noch mit verzauberten Bögen raus. Leckt mich fett. Das ist Unbreaking 1, das brauche ich nicht. Waren eigentlich gestern diese, warte kurz, diese Soul Lantern auch schon hier drin? Ja. Okay, weil ich irgendwie das Gefühl habe, heute spawnt weniger. Ne, die waren gestern hier auch schon drin, tatsächlich. Na komm, das ist eh ein Skelett noch. Da wollen wir mal gucken.
den Bogen auch nicht gedroppt. Da muss ich ein Mending-Buch opfern, erst einmal. Aber ist ja nicht so wild, hier ist das schnell wieder besorgt. Power ging bis Power 5. Yep. Das hat Unbreaking, das kommt nicht mit dazu. Das würde mich 5 Level kosten. Dann holen wir uns die doch mal. So, jetzt habe ich einen Power 3 Bogen. Wenn ich das mache, hätte ich Mending Unbreaking Power 4. Ich will aber kein Unbreaking drauf haben. Mache ich es ganz anders. Ich verzauber jetzt mal eben auf Level 30. Jetzt habe ich nur noch 52 Level im XP-Keeper? Lull. Okay. Und der Hoffnung, ich kriege kein Unbreaking auf dem Bogen. Oh. Ich kriege Infinity, wenn ich verzaubern würde. That's not good. Level 10 wäre Power 2. Punch 1 wäre auf 17 und auf 30 auch Punch 1. Ach, scheiß drauf. Und Power 3, Punch 1, Unbreaking 3. Ja, du hast wieder dein Unbreaking-Problem. Was? Ich muss ein Buch verzaubern, weil ich sonst Infinity kriegen würde. Und was kriege ich, wenn ich es verzauber? Power 4. Ja. Immer noch Infinity. Was will ich mit dem Rotz? Oh, von 2. Ja, gut. Unbreaking will ich nicht. Danke. Power 2, Power 3, Punch 1. Das behalte ich, das wird zurückgesetzt. Hab ich noch? Nein, hab ich nicht. Ja. Doch, 3 Strings habe ich noch. Punch 2, Power 4, perfekt. Und nochmal 3 Level einsacken. So. Nächstes Lab ist wieder zurück. Also, Entschuldigung. So, der wird leer gemacht. Der wird leer gemacht. Pearson kommt da rein. Okay. Oh, sehr schön.
Hast du zufällig noch ein Flame Boot? Nein. Ah. Schade. Oh, fast nur Power drauf bekommen. Ich habe jetzt wieder meinen Power 5, Punch 2 und meinen Bogen. Jetzt fehlt noch Flame. Power 3, Power 3. Power 4. Entweder einmal Power 4. Oder einmal Power 3 wäre jetzt von Vorteil. Powerbuch haben wir ja hier nicht mehr drin. Nee. Scheiße. So, Lapis zurücklegen. Das Lapis geht ja auch ganz schön flöten. Ich habe allein ja jetzt, um meinen Bogen zu kriegen, 5 Bücher verzaubert. Dann müssen wir es mal wieder nachlegen. Ja, mach ich später. Gut. Einkassieren hier so. Noch mal ein paar Level. Bist du auf dem Weg zum Villager Dorf? Nein, ich bin immer noch bei uns im Dorf. Gehst du in den nächsten 5 Minuten zum Villager Dorf? Ich glaube nicht. Okay. Ja, weil ich habe da eine Lore mit Chess gerade hingestellt, die du bitte nicht anstupst. Ja, ne, ich bin jetzt erstmal in der Aufnahme hier wirklich nur mit dem Bogen beschäftigt. Power 1. Power 3. Ich habe einen reinen Power 5 Bogen. Das ist schon mal sehr nice. Hat mich jetzt auch allerdings fast 33 Level gekostet. So, also jetzt brauche ich noch Flame. Und Punch. Und ich habe fürs Verzaubern keine Level mehr. Schön. So, Rüstung und Schwert, einmal Projektil Protection hier rein. Hier ist keine Ordnung drin. Ganz unten in der letzten Reihe Protection 1, 1, 1, 1, Protection 2. Da habe ich aber auch nichts reingetan, das habe ich einfach stillschweigend hingenommen. Da hat irgendwer alle Rüstungsverzauberungen. Ja, so, da steht ja Schwert und Rüstung, aber. Das brauchst du mir nicht sagen, das musst du dir 2 erklären. Das ist doch für den Arsch, dass da nicht mal eine Ordnung ist, dass die sortiert sind nach Fire Protection, Projektil Protection. Das wird dann alles durcheinander geworfen. Wie gesagt, klär das mit CO2, ich weiß nicht. Der kriegt sowieso gleich noch ein Ding. So, Power 5 Bogen. Da hau ich jetzt einfach mal kurz ein Mending drauf. Würde mich 17 Level kosten. Holy Macaroni. Was waren das? Schneeball. 5 Stück. Ich bräuchte ein paar mehr. Schneebälle. Hatte ich hier oben noch welche drinne? Ich will dem Schneemann ins Haus setzen. Oh. Ich glaube, ich habe irgendwo noch welche. Ich brauche nur noch 3 Stück.
Kürbis habe ich hier. Und eine Schere, um den zu schnitzen. Da gucke ich mal kurz, ob du hast. Weil wenn nicht, mops ich mir... Ach, das war der Beacon. Mops ich mir 3 bei CO2 raus, der müsste auch noch welche haben. Wir können ja Justin und so weiter CO2 gegeneinander auffetzen. Wenn CO2 denkt, Justin heißt Lucifer. Und Justin denkt, ab jetzt Lucifer heißt CO2. Mal gucken. Ne, du hast keine Schneebälle. Da ist ein Ei. Ne. Du hast alles außer Schnee. Wow, war ich hier schnell unten. Schneeball, Schneeball. Ja, übrigens, deine Kürbisse sind in der altbekannten Schule. Die ernte ich hier immer mit ab. Hat auch keine Schneebälle. Justin glaube ich auch nicht, er war nie unterwegs. Stimmt, er war noch nie erkunden. So, wie viele Netherite-Sachen hast du jetzt eigentlich schon? Mir fehlt nur noch die Axt. Das heißt, du warst nicht einmal selber im Nether das Zeug farmen, du hast das alles bei CO2 abgekauft. Nö, ich war ja vor euch, ich war der Erste, der es hatte. Ich war ganz am Anfang, habe ich 2 Barren und 2 Scraps geholt. Den Rest habe ich wirklich gekauft, ja. Braucht man sich nicht wundern, dass du nicht einmal stirbst. Ich wäre ja heute beinahe einmal gestorben. Beim nächsten Projekt werde ich das festlegen, dass der Handel untersagt ist. Da hat sich jeder das Zeug wirklich selber zu erfahren. Nur weil du gerne ein Egomane bist, muss es ja nicht für jeden anderen gelten. Es wird so in den Regeln das nächste Mal stehen. Und warum? Was bringt es dir, ganz ehrlich? Ich werde doch im Nether nicht sterben, ich bin doch nicht blöd. Solange es da keine Creeper gibt. Na, wart's mal ab. Och ne, ich hab Silk Touch auf der. Scheiße. Shit. Auch der? Ach, warte mal, kann ich die nicht. Die kann ich nicht zusammen craften. Scheiße. So geht's auch nicht, da blockt das off. Ach, bin ich bescheuert. Kannst du. Ne, mit der Hand kann ich's auch nicht machen. Wie komme ich denn jetzt an Schneebälle? Schaufel. Ich habe das Silk-Touch drauf. Ja, was passiert dann? Ich krieg diesen hässlichen Teppich. Dann nehme ich ihn doch mit und baue ihn hier ab. Warte mal. Ich mache das anders. Ich mache mir daraus direkt einen Block. Creeper, ich habe dich gehört. Komm, jetzt geh doch hoch, Mann. Ey. Da habe ich doch schon meine Schneebälle. So, wo habe ich mein Boot angelegt? Dort. Ich könnte mir vorstellen, in der 1.17 oder 1.18 führen sie dann noch einen Villager ein, der das Zeug tradet aus dem Nether.
Hoffentlich. Normalerweise müsste die Villager ja alles traden. Also man müsste alles kaufen und verkaufen können. Ja gut. Manche bescheuerten Sachen braucht echt kein Schwein. Also warum sollten sie es dann annehmen? Weil das Villager sind. Die sind so grottendämlich. Ja, aber da kannst du bei denen echt super einfach so entspannt Netherite kaufen. Würde mich aber nie wundern, wenn die dann noch eine neue Währung einfügen, wo du echt so gut wie Gorni rankommst oder richtig schwer. Ja, etwas, was man nur in Menschen findet oder acht Dia-Blöcke für einen Taler oder so. Hilfe, weg hier. So, CO2, du kriegst jetzt erstmal einen Schneemann. So, kann der hier irgendwas kaputt machen? Nö. Ey, Teppich. Nö, die Felder, ja, da weiß ich nicht, ob er die kaputt macht. Ja doch, wenn er drüber läuft, wird der zu Schnee. Dann hat CO2 wohl Pech gehabt. Der hat jetzt einen Schneemann im Haus. Der hat jetzt ein Schneemännchen. Ich hoffe nur, der rennt hier nie in den Aufzug rein. So. Und sonst bauen ihm doch da irgendwas zwischen oder vor, dass er da nicht reinlaufen kann. Och, wenn, stürzt mich Uni. Der Schnee bleibt da sowieso liegen. Ja, weil der stirbt. Ja, aber der Schnee bleibt da trotzdem liegen, weil keine warme Lichtquelle da drin ist. So. Der Blast Protection. Flame, der Flame, perfekt. Noch schnell ein Bildchen gemacht. Grasblock da rein. Der Eimer kommt hier unten rein in die Kiste.